Die wichtige Rolle von Neugier ist eigentlich erst in den letzten Jahren in der Hirnforschung so richtig klar geworden. Weil wie soll man Neugierde untersuchen? Das ist zunächst mal gar nicht so einfach. Ja. Aber es gibt mittlerweile sehr, sehr schöne und auch sehr gut gemachte Studien, die zeigen, was Neugier bewirkt. Zunächst mal wissen wir, dass Emotionen insgesamt, ganz im Gegensatz zu dem, was man früher dachte, nach dem Motto, die stören, ja, diese Gefühlswallungen, die sind der Vernunft abträglich. Wir wissen heute, die Emotionen sind ganz wichtig für Lernprozesse, weil die sozusagen die Welt mit Bedeutung versehen. Hey, wichtig, und zwar positiv wichtig oder negativ wichtig. Und genau das macht die Sachen wichtig. Und wichtige Sachen, die lernt unser Gehirn besser. Und genau deswegen werden sie mit diesen Emotionen eben auch zusammengebracht. Ne? Das ist das Erste, was man wissen muss. Positive Emotionen, die spielen nun im Gehirn eine besonders wichtige Rolle, weil damit lernen wir eben alles, was gut für uns ist. Und das wiederum hat auch zur Bedeutung, dass wir das, was wir da lernen, auch gut für kreative Prozesse zum Problemlösen verwenden können. Wir können auch mit Angst ganz schnell lernen. Das Problem ist, dass man dann die Angst mitlernt. Und wenn man die Angst eben mitlernt, dann ist man eben nicht mehr kreativ, weil die Angst wird auch beim Abrufen des gelernten Inhalts wieder mit abgerufen. Und dann ist man eben, weil Angst und Kreativität sich ausschließen, nicht mehr kreativ. Deswegen ist wichtig, wenn Emotionen beim Lernen, dann positive Emotionen. Und jetzt wissen wir, dass Neugierde letztlich nichts anderes ist als ein, ich sag mal, Vorglühen des entsprechenden gehirneigenen Moduls, was für positive Emotionen zuständig ist. Und wenn das schon so ein bisschen aktiv ist, nämlich ich will es wissen, ich bin neugierig und das macht, dass das Ding schon ein bisschen aktiv ist, dann passiert Folgendes, dann wird ein, wenn dann was passiert, worauf ich neugierig bin, das wird dann ganz besonders gut und tief verarbeitet und es wird, kann man eben auch zeigen, ganz besonders gut gelernt. Also Neugier, der Mechanismus der Neugier, was passiert da im Kopf, den haben wir ziemlich gut verstanden und deswegen haben wir auch verstanden, wie wichtig Neugier wirklich ist. Wenn ich mit Neugier lerne, bleibt es einfach viel besser hängen. Je mehr Neugier, desto besser. Neugier ist, wenn man so will, das die Voraktivierung des Nucleus Accumbens. Und der Nucleus Accumbens ist eine wichtige Schaltstation. Wenn der aktiv wird, dann schütten Nervenzellen hier vorne endogene Opioide aus. Und wenn Ihr Hirn selber opiumähnliche Stoffe macht und hier hin tut, dann macht das Spaß. Das Zweite ist, dass der Neurotransmitter Dopamin über dieses System vermittelt, in weiten Bereichen des Gehirns ausgeschüttet wird und der bewirkt, das wissen wir auch mittlerweile sehr, sehr klar und sehr genau, dass rascher gelernt wird. Also wenn dieses System in Funktion kommt, dann wird rasch gelernt. Neugierde bringt es schon in Anschlag und man kann auch sehen, dass das schon voraktiviert ist. Je neugieriger, desto voraktiver. Das ist die Voraktivierung dieses Systems. Sodass, wenn dann etwas Interessantes kommt, dann wird das besonders aktiv, dieses System, und Lernen geht besonders gut. Insofern ist Neugierde wirklich ein ganz wichtiger, auch neurobiologisch fassbarer Prozess, der bei raschem Lernen und nachhaltigem Lernen eine ganz wichtige Rolle spielt. Nun, wir können auch völlig emotionsfrei lernen. Der Punkt ist, dass dann das ganz normale Lernen, was immer abläuft, auch abläuft. Und das läuft so ab, dass sobald man etwas wahrnimmt, über etwas nachdenkt, sobald man sein Gehirn benutzt, laufen Impulse über Synapsen und deswegen ändern die sich, weil die sich immer ändern, wenn wir was lernen. Punkt ist nur der, dass im Normalfall aus unserem Erlebnisstrom dessen, was wir so machen, und wo nichts herausgehoben wird, nichts besonders ist, wird ganz langsam gelernt. Also das hat den Vorteil, dass durch dieses langsame Lernen nicht jede Kleinigkeit in seinem Kopf hängen bleibt, denn das geht überhaupt nicht, sondern dass durch das normale Lernen im Grunde genommen nur viele, viele, viele Einzelepisoden hinterher eine allgemeine Veränderung des Gehirns in Richtung, ja, wie war denn der Durchschnitt all dieser Dinge hinterlässt. Also, banales Beispiel, wenn ein Kind laufen lernt, zieht sich hoch, plumpst hin, und es wird keineswegs jeder Plumpser abgespeichert.
So nach dem Motto, gestern bin ich beim linken Stuhlbein auf die rechte Pobacke gefallen. Das wäre aber auch gar nicht sinnvoll, weil wir wollen ja nicht sämtliche Plumpser auswendig können, wir wollen oben bleiben. Und das ist der Witz. Und oben bleiben heißt, bei jedem Plumpser wird ein bisschen nachreguliert, wie wenn ich ein bisschen nach hinten kippe, welche Muskeln muss ich dann mit wie vielen Impulsen versorgen, damit sie sich so und so zusammenziehen, damit ich wieder zurückschwinge. Das muss unser Gehirn leisten, das muss es lernen. Und da ist es gut, wenn es bei jedem einzelnen Plumpser die Menge der Impulse zu den Muskeln ein bisschen in die richtige Richtung verstellt, sodass, wenn das ein paar tausendmal passiert ist, dann weiß das Gehirn, ich muss genau so viele Impulse zu diesen und jenen Muskeln schicken, damit, wenn ich so weit schwinge, ich wieder so weit in die andere Richtung schwinge. Diese Art des Lernens, das ist beim Laufen so, beim Sprechen so, beim sich benehmen und bei allem, was wir so drauf haben, ja, das geht langsam. Da wird eben nicht was Einzelnes gelernt, sondern anhand einzelner Episoden das viel wichtigere Allgemeine dahinter. Und dies ist der Normalfall. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und so wird ganz viel gelernt. Ja? Ich sage ja, laufen, sprechen, sich benehmen und noch viel mehr. Aber manchmal merken wir uns auch, boah, das war eine Sache. Und dann merken wir uns genau dieses Ereignis. Ja? Zum Beispiel Hand auf die heiße Herdplatte. Autsch, das macht keiner fünfmal. Da muss man nicht Synapsen trainieren. Ne? Sondern da geht's, zack, weiß ich das. Warum? Es war so schrecklich und schwupp, habe ich mir das gemerkt. Oder, hey, der linke Busch nach der Flussbiegung, der hatte letztes Jahr schon die besten Äpfel, da muss ich dieses Jahr wieder hin, wenn die Zeit reif ist, ja, und die Äpfel auch reif sind. Das ist klar, ich muss mir diesen Busch merken, nicht irgendwie eine Richtung, sondern genau den, weil der so gut war. Und genau für das Merken solcher Einzelheiten, ja, da hat man dann die positiven Emotionen. Das heißt, in der Schule muss man auch nicht ständig nur positive Emotionen haben, um Gottes Willen, das hält niemand aus. Ja. Da wird ja auch ganz viel besprochen, durchdiskutiert und dann bleibt so ein Bodensatz übrig, dass man sich rational den Dingen gegenüber verhält. Dann bleibt übrig, wie man sich überhaupt miteinander verhält, wie man miteinander umgeht. Und das sind viele, viele, viele Erlebnisse, die uns das vermitteln. Aber dann braucht man auch mal noch Einzelne. Wenn was besonders wichtig ist, das muss man sich als Einzelnes merken. Und dafür hat man dann die positiven Emotionen und die sind deswegen für Lernen eben besonders wichtig. Und die Art, wie die dann zustande kommen, ja, man macht eben mal einen Klassenausflug an den Limes. Und dann ist es richtig spannend, was die Römer da und dort und mit dem Klumpenton alles gemacht haben. Und dann hat man Einzelheiten und wenn man die Einzelheiten, das sind wie so Pflöcke in unserem Gedächtnissystem, wenn man die hat und die Verbindung dazwischen, dann kann man auch wieder allgemeine Erkenntnisse daran festmachen und so baut sich dann letztlich alles und unser gesamtes Wissen durch Einzelheiten und allgemeine Vernetzungen darauf wieder auf. Eine ganz große, weil wenn ich den Sinnzusammenhang zwischen zwei Dingen erkenne, dann bewirkt diese Erkenntnis schon eine positive Emotion. Also eine Erkenntnis haben ist ja nicht nur, aha, so ist es jetzt, sondern hey, so ist das. Ja? Also Menschen sind, wenn man so will, darauf programmiert, dass sie Erkenntnisse durch Verknüpfung von vorhandenen Dingen mit neuen Dingen oder einfach nur plötzlich eine, ach, so passt das zusammen, das kann einem ja auch einfach so einfallen. Ja? Aber wenn einem das einfach, dann hat man eine positive Emotion. Und die sorgt dann dafür, dass genau dieser Einfall eben hervorgehoben wird und dann eben auch hängen bleibt. Insofern ist das was ganz Wichtiges. Nun, zunächst mal muss man sagen, man kann Motivation oder Neugier im Grunde genommen gar nicht von außen hervorrufen. Das muss vorhanden sein. Man kann es aber kaputt machen von außen, ganz leicht. Indem ich ihm sage, heute machen wir im Lehrplan Seite 37, zweite Hälfte. Ja, das interessiert überhaupt niemanden. Aber, oder wenn ich sage, heute machen wir was total Interessantes. Hey, also muss ich mal sagen, wer so anfängt, der hat einfach die jungen Leute ganz anders mitgenommen. Ja. Ich muss natürlich voraussetzen, dass die nicht alle im Kopf beim Videogame sind und dann überlegen, wie sie von Ebene 18 sich auf Ebene 19 durchballern, weil wenn das gerade allen im Kopf rumspuckt, dann kann ich kommen mit was ich will, da habe ich gar keine Chance. Ja. Also ich werde sehr oft gefragt, Herr Spitzer, wie motiviert man eigentlich jemanden? Und ich sage immer, eigentlich gar nicht. Mit Motivation ist es so wie mit Hunger. Der kommt ja auch von allein. Ja. Und Menschen sind so gestrickt, dass sie nicht nur Hunger haben auf Kalorien, sondern Hunger auf Information. Weil das ist genau unser Vorteil. Wenn wir ganz viel wissen, kommen wir besser durch. Ja, wir haben keine Flügel und keine Flossen, aber wir haben Wissen.
Und dieses Wissen, mit dem kommen wir besser durch. Deswegen haben wir Hunger auf Wissen. So ein Krokodil, das liegt 2 Wochen am Nil und tut gar nichts. Ja. Bewegt sich auch nicht, es interessiert sich auch für nichts. Und wenn die nächste Antilope kommt, dann schnappt sich's die. Ja. Wir könnten keine 2 Wochen am Nil liegen und nichts tun. Also manche versuchen es, aber kriegen es auch schlecht hin. Ja. Warum? Weil wir Menschen sind, die auch immer hungrig auf Informationen sind. Denn der, der mehr weiß, der hat irgendwann mal die besseren Karten. So sind wir gestrickt. Und genau deswegen muss ich niemanden motivieren. Ich muss dafür sorgen, dass er nicht demotiviert ist oder von irgendwelchen Leuten, die damit Geld verdienen, motiviert ist, irgendeinen Blödsinn wissen zu wollen, von dem er gar nichts hat. Das ist leider immer wieder der Fall. Und was habe ich davon, wenn ich die Regeln eines Videospiels so gut kenne, dass ich mich bis zur Ebene 37 durchschlagen kann? Da habe ich für mein Leben gar nichts davon. Ich habe nur immer wieder meine Neugierde befriedigt. Und diese Spiele sind ja auch so programmiert, dass sie das super tun. Ein bisschen Zufall, ein bisschen Belohnung und der richtige Mix. Und dann werde ich sogar süchtig danach. Also wissen wir. Wenn Sucht ist das gleiche System, ja, tückischerweise. Es ist also wichtig, dass man die Leute da abholt, wo sie gerade sind. Und dass man den motivationalen Hintergrund seiner Leute kennt. Weiß, was die schon wissen, was sie noch nicht wissen, wie man das, was sie schon wissen, kurz ansprechen kann, damit von da der Schub Neugier kommt. Ah, wenn das so ist und so, ja, wie ist denn dann das? Und dann, wenn man dann das anfängt zu beleuchten, dann passen die alle auf, dann hören die zu und dann fällt sozusagen die Saat dessen, was man ihnen sagt, auf einen ganz fruchtbaren Boden und geht auf. Wenn man einfach nur an jemandem was ranlabert, passiert gar nichts. Ja, das ist ja immer die Kritik des Frontalunterrichts. Der kann super funktionieren, wenn einer es drauf hat, die Leute so anzupacken, dass sie alle ganz gespannt zuhören. Dann klappt Frontalunterricht super. Wenn jemand da vorne einfach nur was hererzählt und keiner hört zu und da vorne merkt nicht mal, dass keiner zuhört, dann macht er halt was falsch. Der Ausdruck Flow wurde, ich sag mal, in die Diskussion gebracht von einem Herrn Csikszentmihalyi. Der schreibt sich ganz schräg, aber so wird er ausgesprochen. Und das ist ein Psychologe, der sich einfach lange damit beschäftigt hat, welche, ich sag mal, psychologischen Zustände es gibt, in denen sich Menschen befinden können, wenn sie ihre Arbeit verrichten. Und da gibt es eben den Zustand, den nennt der Flow, wo man ganz bei der Sache ist. Also ich denke nicht darüber nach, wie es mir geht. Ich bin bei den Dingen. Ich bin bei meiner Arbeit. Ich bin voll mit meinen Gedanken bei meinem Gegenstand und ich vergesse die Zeit, die abläuft und ich vergesse vor allem auch mich. Ja. Mittlerweile wissen wir, es gibt Gehirnforschung zu diesem Zustand, ja, dass dieser Zustand damit einhergeht, dass Areale, die für sensomotorisches zuständig sind, also was ist da und was machen meine Hände, ja, dass genau diese Areale mehr aktiv sind und Areale, die fürs reflektierende Nachdenken, also wie geht es mir jetzt gerade und wie stelle ich mich zur Welt und was ist mit mir, die sind ausgeschaltet. Ja. So, das Flow ist sowohl neurobiologisch als auch psychologisch ein Zustand, da bin ich ganz bei den Dingen, nicht bei mir, sondern ganz bei den Dingen, vergesst deswegen auch die Zeit und dieser Zustand wird mit den meisten Menschen als sehr glücklich und sehr befriedigend erlebt, weil man eben nicht über sich selber grübelt und, sondern bei den Dingen ist und von denen ganz gebannt und gespannt und aufmerksam, die Aufmerksamkeit ist denen ganz gewidmet. Das ist wieder ganz einfach. Wenn Areale, die mit den Dingen zu tun haben, maximal aktiviert sind, das heißt ja, dass da Informationen über Synapsen fließen, also elektrische Aktivität, das ist ja letztlich das, was man indirekt auch in den Kernspintomographen misst, die dann die Aktivität gefunden haben. Wenn in den Arealen der Dinge die Aktivität maximal ist, dann laufen maximal viele Impulse über maximal viele Synapsen und genau das nennen wir Lernen, denn Impulse, die über Synapsen laufen, verändern die Synapsen. Dieser Prozess heißt Lernen. Ja, weswegen man eben unter dem in dem Zustand Flow ganz besonders gut bei den Dingen ist und das, was man da gerade macht, besonders gut lernt. Das ist ganz einfach. Psychologisch betrachtet entsteht Flow immer dann, wenn das Verhältnis der
der Leistungsfähigkeit des Individuums zu dem, was er leisten muss, optimal ist. Das heißt, jemand ist nicht unterfordert und langweilt sich, ist aber auch nicht überfordert und ärgert sich dauernd über die eigenen Fehler oder über die eigene Unfähigkeit. Sondern es ist gerade optimal. Also man kriegt es hin, macht es deswegen auch, weil man es hinkriegt, hat immer die Befügung, hey, das ist ja richtig interessant und ich bin da. Ja? Also es muss sozusagen, die Arbeit muss zu dem, der daran arbeitet, passen. Und wenn das der Fall ist, dann entsteht Flow. Unter- und Überforderungen machen keinen Flow. Wenn ich bei den Dingen bin und wenn ich das Erlebnis habe, ich krieg's gut hin, es ist nicht ganz schwer und es ist auch nicht ganz leicht, dann habe ich automatisch das Gefühl, hey, ich krieg's ja hin. Und dieses Gefühl, das ist heute wird so als Erleben der Selbstwirksamkeit bezeichnet. Und von dem wiederum wissen wir, dass es für Lernprozesse langfristig was ganz Wichtiges ist. Denn wenn ich einem Lernenden ständig vermittle, das kannst du eh nicht, dann glaubt er das auch. Und das Interessante ist, Studien zeigen, dann kann er es auch nicht. Wenn aber der Lernende das Gefühl hat, ich krieg das hin, ich kann das, ich habe das schon so oft hingekriegt und ich krieg es wieder hin und ich habe diese Erfahrung schon oft genug gemacht, dass ich es eben hinkriege, dann kriegt das hin. Es sind ganz schöne Studien, die das gezeigt haben, dass wenn ich einfach nur dieses Gefühl, ja, ich kann es, wenn ich das in Schülern erzeuge, dadurch, dass man sie zum Beispiel fragt, was machst denn du gern? Ja, dann mach doch mal. Und dann macht er das, was er gern macht, dann kann er es auch. Und dann hat er das Gefühl, ich kann es ja. Und wenn er das oft genug hat, egal ob das beim Sport ist, bei der Musik, beim Theaterspielen oder bei irgendwas, was ihm Spaß macht, ja, wenn er dieses Gefühl hat, dann wird er automatisch auch besser in der Schule. Das ist nachgewiesen. Und zwar in zwei Arbeiten, die in Science Magazine publiziert wurden, in 2006 und 2009, also nicht irgendwo im Käseblatt für Didaktik, ja, sondern in ganz guten wissenschaftlichen Journals. Und da muss man sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen heute, wie wichtig diese Erfahrung, das Erleben von Selbstwirksamkeit ist. Deswegen, wenn die Schule immer daran sagt, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht, und daran musst du noch arbeiten, dann macht sie es falsch. Denn dann stupst sie den Schüler dauernd auf seine Schwächen. Was man machen muss, damit gut gelernt wird, ist mit den Stärken von jemandem arbeiten und damit die Schwächen sozusagen auch noch so halber mitnehmen. Und wenn man das schafft, dann ist der Lernerfolg groß. Das wissen wir, gerade aus dem Bereich der Medizin. Rehabilitation ist ja Lernen. Jemand muss umlernen, ja, weil er irgendwie von der Krankheit geplagt ist. Wie arbeitet man in der Reha? Wenn Sie einen haben, der meinetwegen eine Lähmung hat, dann muss der nicht jeden Tag einen 100-Meter-Lauf machen, um zu sehen, er kann es nicht. Ja? Aber wenn der zum Beispiel Fitness für, wenn das Bein gelähmt ist, für die Arme macht, dann ist es ein fitter Kerl. Ja? Und wenn der dann besser wird, was die Beine anbelangt, so ruckzuck aus dem Rollstuhl da draußen, wenn man den nur jeden Tag damit getriezt hat, was er nicht kann, nämlich 100 Meter laufen, ist er ganz langsam aus dem Rollstuhl draus, weil er nur frustriert wird und sagt, das kann ich ja alles gar nicht. Ja? Also es ist wichtig, dass man mit den Stärken der Menschen arbeitet und sie nicht mit den Schwächen triezt. In der psychologischen und neurologischen Reha ist das seit Jahrzehnten durch. In der Schule ist es noch gar nicht angekommen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir mit den Stärken der Schüler arbeiten müssen und nicht sie dauernd mit ihren eigenen Schwächen permanent konfrontieren und damit auch demotivieren. Man kann sagen, das Selbstbestimmen und damit eben auch die Freiheit, selber zu tun, was man gerade möchte, eine wichtige Voraussetzung für das Erleben von Flow sind. Wenn jemand hinter mir steht und mit der Peitsche sagt, du machst das jetzt, dann wird sich Flow gar nicht einstellen, weil ich ja auch immer bei mir bin und bei der Bedrohung meiner selbst und nicht, damit komme ich gar nicht zu den Dingen. Ja? Also es muss eine selbstgesteuerte Sache sein, sodass ich mich immer mehr, die Voraussetzung, dass ich mich immer mehr vergessen kann und wirklich bei den Dingen bin, die ist auch eine Angstfreiheit. Weil sonst bin ich bei mir und bei mir als verletzliches, vulnerables Wesen, das ich beschützen muss und bin deswegen, komme gar nicht zu den Dingen. Das ist ja eine Voraussetzung dafür. Deswegen ist wichtig, dass Menschen nicht aus Angst lernen, sondern dass sie weil die Sachen so interessant sind und weil sie selber lernen wollen, lernen. Das mag jetzt für manche Lehrer ganz utopisch klingen, aber Menschen sind nun mal so. Und wenn unsere Lerninstitutionen schon fast den Kopf schütteln, wenn man ihnen sagt, so funktioniert Lernen eigentlich, dann muss man sich wirklich fragen, was bei uns falsch läuft. Ich sag mal ein Beispiel, wenn wir die Schule Ernst des Lebens nennen, dann sind wir eben schon ziemlich daneben.
es sollte eigentlich Freude des Lebens heißen, denn Lernen ist ganz eng, tief im Kopf, ganz nah bei Freude und positiven Erlebnissen. Und wenn das in unseren Lerninstitutionen nicht mehr deutlich ist, nicht mehr klar wird und nicht jeden Tag sozusagen in vielfältiger Weise aufscheint, dass Lernen und Spaß und Freude ganz eng beieinander liegen, ja, dann stimmt was nicht. Ganz einfach. Ich persönlich bin der ganz klaren Meinung, dass das nicht richtig ist. Kinder lernen ja in den ersten 6 Lebensjahren unglaublich viel und da drängt sie überhaupt niemand. Also wenn jemand laufen lernt, das macht er aus völlig freien Stücken. Und da muss man auch, also wenn man ein kleines Kind dem Laufen, das Laufen lernt, wenn man dem zuschaut, dann merkt man sofort, was Frustrationstoleranz ist. Nämlich das zieht sich hoch und plumpst hin und zieht sich hoch und plumpst hin. Und das geht wochenlang. Ja? Und ich kenne kein einziges Kind, was dann nach 2 Monaten sagt, also mit der Lauferei, das schmeiße ich jetzt, das kriege ich eh nicht hin. Ja? Das ist nicht vorgesehen. Das ist interessant, das ist gar nicht vorgesehen. Der eine braucht länger, der andere kürzer. Aber jeder lernt. Sprechen, genau das Gleiche. Sprechen lernen ist höllisch kompliziert. Die deutsche Grammatik, die tausende von Vokabeln. Und jeder von uns hat das gelernt, ohne dass einer gesagt hat, so, pass auf, heute machen wir mal die Vergangenheit. Ja? Also es kommt nicht vor, sondern unser Hirn extrahiert die Regeln aus den vielen Einzelheiten. Muss es sogar, denn sonst könnten wir nur wie ein Kassettenrekorder funktionieren und nachplappern, was wir jemals gehört haben. Aber der Witz am Sprechen lernen ist ja, dass man allgemeine Wörter und allgemeine Regeln lernt und die dann immer neu verknüpfen kann. Und das lernt jeder, bis er 6 ist. Also bevor er noch in die Schule kommt, hat er diese unglaubliche intellektuelle Leistung geschafft. Ja. Das geht nicht bewusst, das macht unser Hirn vollautomatisch. So ist es nun mal gebaut. Und man sieht ja daran, dass es klappt, dass das so funktioniert. Und dann kommen wir und sagen, so, und jetzt geht der Ernst das Leben so und jetzt wird so gelernt, wie ich dir sage. Ja. Völlig daneben. Also wirklich völlig daneben. Weil die Existenzbeweise, dass es anders, ganz schnell und ganz gut geht, die sieht man im Kindergartenalter dauernd vor sich. Ja. Da haben wir eben noch nicht die Chance gehabt, jemanden dauernd zu demotivieren. Und es ist wichtig, dass wir auch dann in der Schule nicht dieses tun. Nun, dieses Gefühl, ich bin bei den Dingen, ich krieg's hin, ich kann meine Arbeit erledigen, ich bin nicht gestresst durch die Arbeit und die Arbeit langweilt mich auch nicht. Diese Passung von Tätigkeit und demjenigen, der sie tut, das ist was ganz Wichtiges. Und wenn, ich sag mal, die intellektuelle und persönliche Entwicklung eines Menschen gut läuft, dann landet er irgendwann genau da. Nämlich dann sucht er sich. Kein Erwachsener sagt, ich mache jetzt die Arbeit, die mir den ganzen Tag definitiv keinen Spaß macht, freiwillig. Ja? Das kann natürlich mal vorkommen, aber zum Lebensglück und zur Lebensleistung gehört dazu, dass man eben nicht das tut, was man ungerne tut, sondern dass man seinen Platz in der Gemeinschaft findet, wo man selber nicht unter und nicht überfordert ist, wo man wirklich bei der Tätigkeit ist und nicht dauernd nur bei sich und grübelnd, was man alles kann und vielleicht nicht schafft und so weiter. Das gehört dazu. Das ist Lebensglück und das muss jeder Mensch letztlich für sich selber finden. Das ist auch die Aufgabe. Das ist auch die Aufgabe unseres Bildungssystems, den Menschen klarzumachen, was er kann und was er nicht kann und wo er gut ist. Und zwar nicht, das kannst du und da bist du. Das merkt ja jeder selber, indem man die Möglichkeit hat, sich auszureizen. Für mich persönlich gehört es zu den größten Fehlern unseres Bildungssystems, dass da Menschen Abitur machen, die nicht wissen, was sie können. Ja, ich meine, wie kann das sein? Da hat man sich offenbar noch nie wirklich ausgereizt, denn wenn man 13 Jahre lang alles Mögliche gemacht hat, und Schule heißt ja alles Mögliche machen, dann sollte man wissen, was man kann, was man mag und was man nicht kann und was man nicht mag. Und wer Abi macht und keine Ahnung hat, was er werden will, bei dem hat die Schule auf jeden Fall schon mal versagt. Weil der weiß, der hat sich noch nicht ausgereizt und dazu hätte Schule eigentlich mal sein müssen. Wenn ich selber den Eindruck habe, ich kann das, ich krieg das hin, dann ist die Chance viel größer, dass ich es auch hinkriege. Und damit ist die Chance größer, dass ich auch eine Befriedigung in der Arbeit erlebe. Ganz unterschiedlich. Belohnung und Bestrafung sind ganz unterschiedliche Mechanismen, die auch im Grunde genommen für unterschiedliche Dinge da sind. Also wenn ich ein negatives Erlebnis habe, dann sorgt das dafür, dass alles, was ich in diese Richtung getan habe, dass ich das weniger oft mache, weil ich will da nicht wieder hinkommen. Ja? Ich will eben nicht.
nochmal die Hand auf die heiße Herdplatte legen. Ja? Deswegen lasse ich das alles, was in die Richtung geht, lasse ich halt bleiben. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen Muffe vor Herden. Ja? Das ist gut so. Da habe ich dann diese Verbrennungserlebnisse nicht mehr. Ja? Positive Erlebnis ist was ganz anderes, wenn ich eben merke, hey, die Äpfel schmecken gut und ich habe da sind schön süß und ich habe keinen knurrenden Bauch danach, dann werde ich öfters mal einen Apfel essen, sodass dadurch Verhaltenswahrscheinlichkeiten genau umgekehrt beeinflusst werden, nämlich es wird häufiger das belohnte Verhalten. Insgesamt wissen wir eben auch, dass Denkvorgänge bei positiven und negativen Emotionen ganz anders moduliert sind. Bei negativen Emotionen bin ich eher genau und sehr eng, aber nicht kreativ. Bei positiven Emotionen bin ich eher offen und weit, nicht genau, aber dafür kreativ. Und nun muss man halt sich überlegen, was will ich eigentlich beim Lernen? Wenn ich immer nur die maximale Anzahl von Fehlern finden will, dann ist es nicht schlecht, wenn ich ängstlich bin. Ja? Aber wenn es darum geht, und da sind sich eigentlich heute alle einig, wir machen Schule und wir gehen in die Schule, damit wir fit werden fürs Problem lösen. Denn in 20 Jahren werden wir genug Probleme haben. Ja? Und es geht nicht darum, dass man akribisch ganz genau ist. Es geht darum, dass wir kreative Problemlösungen finden. Und wenn wir das ernst meinen, dann hat Angst und negative Kritik und Bestrafung in der Schule eben nichts verloren und Belohnung hat da sehr viel verloren, und weil es zur Kreativität führt. Und wenn man sich dieses Verhältnis an heutigen Schulen anguckt, dann sind wir noch weit vom Optimum entfernt. Ja, das ist also, man spricht ja von intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Man muss ganz klar sagen, dass wenn man ein Verhalten, was jemand sowieso gerne macht, dann noch belohnt, dann nimmt es in seiner Wahrscheinlichkeit ab. Also ganz banales Beispiel, wenn jemand jeden Freitag in seine Stammkneipe geht, dann macht er das wahrscheinlich, weil er es gerne tut. Wenn ich dem sage, du kriegst von mir 50 Euro dafür, dass du jeden Freitag in deine Stammkneipe gehst, dann geht er nicht mehr so gerne hin. Ja? Weil er ja dann hingeht um wegen der 50 Euro und nicht, weil er selber Spaß hat. Und wenn ich jemanden sozusagen durch externe, also wenn ich jemandem Geld dafür gebe, dass er Vokabeln lernt, dann wird er nicht mehr so gerne Vokabeln lernen. Das kann sein, dass er dann halt mal dann doch mehr lernt und deswegen mehr Vokabeln kann. Aber langfristig wird das Geben von Geld für Lernen jemanden demotivieren zu lernen, weil er ja Geld dafür kriegt und für alles, was man, wofür man Geld kriegt, das macht keinen Spaß, so ist es ja schon definiert. Deswegen muss ich jemanden dafür bezahlen, dass er seine Arbeit macht. Denn wenn er sie gerne machen würde, würde er sie auch sowieso machen. Insofern macht extrinsische Motivation die intrinsische kaputt. Und das muss man wissen. Deswegen muss man mit Lob auch sparsam umgehen. Man darf durchaus loben, aber man muss damit sparsam umgehen. Es muss ernst gemeint sein. Und es sollte einen kleinen Zufallscharakter enthalten. Also wenn ein Kind lernt, immer wenn ich was gut mache, kriege ich ein Lob, dann hört sofort auf, was gut zu machen, wenn es mal kein Lob bekommt. Wenn aber dieses Lob einen gewissen Zufallscharakter hat, dann wird das Kind weiter richtige Dinge tun und auch mal die Frustration aushalten, nicht immer ein Lob zu bekommen. Das wissen wir seit 60 Jahren aus der Verhaltenspsychologie sehr genau. Also im Leben kommt derjenige gut zurecht, der natürlich Allgemeinwissen hat, also über die Welt Bescheid weiß, aber auch jemand, der gelernt hat, dass er selber was kann, der weiß, was er kann, auch was er nicht kann, und der vor allem auch gelernt hat, mit anderen Menschen klarzukommen. Also das gehört sicherlich zum Wichtigsten, das Klarkommen mit sich selber und mit anderen Menschen. Und wer das drauf hat, ob der dann noch dieses oder jenes Spezialwissen hat, das ist gar nicht so wichtig, weil das kann man sich aneignen. Aber diese Grundeinstellung zum Leben und zu sich selbst, die kann man nicht so einfach lernen, die muss man mitbringen und die muss man sich erarbeiten im Laufe seiner Bildungskarriere. Indem man die Kinder nicht von außen gängelt, sondern indem man die Kinder selbstbestimmt arbeiten lässt. Natürlich an einem Ziel, darüber kann man ja vorneweg reden, es geht jetzt darum, da musst du hin, aber wie dann das Kind das macht, das muss man auch ein Stück weit dem Kind überlassen. Da kann man auch drauf vertrauen, denn nochmal, laufen und sprechen hat jeder von uns gelernt, ohne Anleitung. Einfach so.